Einen wunderschönen guten Tag zum nächsten Total War Warhammer Online Match. Heute wieder mal mit dem Zwergen-Eisenbrecher Rush Build gegen die Tiermenschen. Und wir haben eine Frontlinie aus drei Eisenbrechern, die ewig halten. Auf den Flanken zwei Langbärte mit Großwaffen. In der Mitte die Grollgarde. Dann an den weiten Flanken links und rechts zwei Zwergenkrieger und dann hier draußen nochmal eine Einheit Bergwerker. Und es steht hier irgendwo noch eine Einheit Bergwerker rum, genau hier im Wald, die sind da versteckt. Halt, nee, die hatte ich ja gerade schon. Irgendwo steht noch eine rum. Und dann natürlich die obligatorischen Gyrokopter. Zweimal mit Schwefelkanone und zweimal mit Dampfkanone. Und unser Tiermenschen-Gegner hat dabei eine Frontlinie aus Gorherden mit Schilden. Dann noch zwei Einheiten Bestigors. Die Jungs hier sind natürlich essentiell mit ihren panzerbrechenden Angriffen und auch die Minotauren mit Schilden haben die panzerbrechenden Angriffe sowie auch Khazrak der Einäugige auf einem Streitwagen. Und dem Streitwagen hier drüben, dem Nagor-Streitwagen, der hat ja auch panzerbrechenden Schaden. Und die vier Einheiten Gorherden hier vorne sollen offensichtlich nur die Truppenanzahl stellen, also die Dichte, Armeedichte ein bisschen erhöhen. Und naja, was wir natürlich machen mit unseren Gyrokoptern, da wir ja keine Artillerie haben, wir starten schon mal unseren Angriff. Und gehen aggressiv gegen Narvaenwohl vor. Gegen die Streitwägen natürlich, denn die Streitwägen müsst ihr als Zwerge immer sofort rausfokussieren. Denn sonst werden die euch ficken. Und mit den Gyrokoptern mit Dampfkanonen attackieren wir seine Infanterie, weil die ja keine Rüstung hat. Und er verzieht sich jetzt hier mit seinem Streitwagen so langsam und versucht vor unseren Gyrokoptern abzuhauen. Aus irgendeinem Grund haben wir hier den Fokus auf die hier verloren. Vielleicht haben die sich im Wald kurz versteckt. Das kann sein, da müsst ihr mal dringend drauf aufpassen. Ich weiß gar nicht, ob sich Streitwägen verstecken können. Aber wenn die Einheiten versteckt werden, dann verlieren eure Fernkämpfer natürlich den Fokus. Und ach, hier hinten sind die Miners noch. Ja, ja. Ja, die haben hier so ein bisschen sind in geheimer Mission unterwegs. Und ich meine, wir können jetzt hier chillen, wir haben Zeit, wir können ja einfach in aller Seelenruhe mit unserem Gyrokopter ihn hier belästigen und ihn nach und nach zerschießen. Er hat ja keine Möglichkeiten, um das zu verhindern, er hat keine Bogenschützen, keine Harpien, keine Todesmagie oder irgendwelche andere Magie, mit der er uns angreifen kann. Also wäre es jetzt eigentlich an unserem Gegner hier den ersten Zug zu machen und auf uns zuzurücken, was er jetzt auch tut. Naja, eigentlich hätte er gleich vorrücken können, nachdem er gesehen hat, dass vier Gyrokopter da sind und er hat ja gewusst, dass er nichts dagegen hat. Hätte er auch gleich vorrücken können. Und hier stürmt er jetzt hier setzt er mit seinen Streitwagen zum Sturmangriff auf unsere Frontlinien an. Die Eisenbrecher haben ja Ansturmabwehren gegen alle, oder gegen Große nur, nee, gegen Große glaube ich. Nee, gegen alle, das ist schon krass. Und wir sehen hier mit unseren Musketen, fokussieren wir natürlich sofort die Streitwägen. Das ist extrem wichtig, das müsst ihr immer machen. Und die Gorherden ohne Schilde, jetzt schaut euch mal das an. Was die hier für den Schaden fressen von den Sprengladungen der Eisenbrecher, das ist schon echt krass. Die Sprengladungen haben echt einen Schadensbuff bekommen, glaube ich. Also früher waren die nicht so extrem. Auch gegen Rüstung sind die mittlerweile gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, was da los ist. Die sind irgendwie immer besser geworden. Habe ich zumindest das Gefühl. Vielleicht habt ihr da ja andere Erfahrungen oder könnt mir mal ein bisschen was dazu erzählen. Und wir sehen jetzt hier unsere Taktik. Läuft wie angedacht. Die Eisenbrecher halten die Linie, während die Gyrokopter unseren Gegner mit ihren Bomben und mit ihren Fernangriffen zerfetzen. Und da werden die
armen Beastmen in ihre Stücke zerlegt, was natürlich für ihre eh schon schwache Moral nicht gerade zuträglich ist. Und wir sehen auch schon, hier fangen schon die ersten Regimenter an zu fliehen. Ich würde sagen, wir verschaffen uns mal eine taktische Übersicht. Ihr seht jetzt hier unsere extrem dünn aufgestellten Zwergenlinien. Umschlingen jetzt hier den Gegner wie, naja, wie so eine Zange. Kommen jetzt hier die Zwergentruppen von den Seiten rein. Das ist natürlich ein riskanter Move, weil die Frontlinie dann natürlich extrem dünn ist. Also jede Einheit, die jetzt hier von den Flanken herkommt, fehlt natürlich hier in der Hauptlinie. Alle, und wir sehen auch schon, hier fliehen sogar schon ein paar Eisenbrecher, was eigentlich nie ein gutes Zeichen ist, wenn eure Eisenbrecher fliehen. Das werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal dann auch anders machen, dass ich die Truppendichte hier in der Front hier noch ein bisschen erhöhe. Aber die hier, wir sehen jetzt natürlich hier zieht sich die Schlinge immer enger. Und sobald die Angriffe in den Rücken dann auf die Tiermenschen starten, werden sie natürlich den Rest kriegen, also da werden sie dann fliehen, wenn sie dann auch noch den Moralmalus von Angriffen in den Rücken bekommen. Aber ich hatte es jetzt geschafft, mit seinem Khazrak durch die Frontlinie durchzubrechen und sich um unsere Musketenschützen zu kümmern. Und wir haben jetzt dadurch, dass wir die ganzen Truppen an den Flanken hatten, keine Möglichkeit mehr hier zu verteidigen. Also alle Truppen, die jetzt hier von den Ecken kommen, fehlen auch hier in der Mitte ein bisschen, um ihre Musketenschützen zu verteidigen. Und hier die Minotauren haben natürlich jetzt ihren Spaß mit den Zwergen hier, mit den Musketenschützen, die werden jetzt zerpflückt. Minotauren haben nur eine Rüstung von 45 und das heißt, dass sie relativ anfällig für diese Dampfattacken der Gyrokopter sind. Seht auch schon, die fressen mit jeder Salve einiges an Schaden, aber hier die Hauptlinie der Beastmen ist jetzt am Brechen. Wir schauen uns nochmal die taktische Übersicht an. Das Ganze hat sich jetzt hier zu einem Chaos entwickelt. Die rechte Flanke hat sehr gut gehalten. Linke ist zerbrochen. Da hat wegen der Bomben die Bombenunterstützung von den Gyrokoptern gefehlt. Aber das Ganze resultiert dann in einem Armeeverlustensieg für unseren Tiermenschenkollegen hier. Und die Minotauren sind eine super Einheit, haben ordentlich Kills gesammelt. Naja, was heißt ordentlich? Okay, haben okay Kills gesammelt. Bei uns sah es eigentlich gar nicht so toll aus, aber das war dann eben auch durch diesen Beschussschaden und dass die teuren Einheiten gestorben sind, hat dann dazu geführt, dass es ein knapper Sieg wurde. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Abonniert den Kanal, ich lade jeden Tag ein Video hoch. Und behandle dabei immer neue Taktiken und Builds. Und wenn ihr Bock habt, dabei mal ein bisschen zuzugucken und euch einzubringen und mitzudiskutieren, dann würde ich mich über ein Abonnement von euch freuen. Haut rein, Jungs. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.